In dieses Video will ich erklären den Unterschied zwischen Arbeitsspeicher und Festplatte. Und ich erkläre es mal mit so einem ganz alltägliches Küchenbeispiel. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen Kühlschrank haben, wir legen jetzt so fett. So, das ist viel besser. So, ich habe hier einen Kühlschrank. Und mein ganzes Vorrat an Essen ist in diesem Kühlschrank. Das ist jetzt meine Festplatte. Und ich will jetzt einen Salat machen. Und ich habe hier in der Küche habe ich so eine Art Tisch. Und diese Arbeitsfläche in der Küche, kann man mit dem Arbeitsspeicher im Computer vergleichen. Oder RAM wird das oft benannt. Und was hier passiert, ist in der Küche, ich nehme die Sachen, die ich für den Salat brauche, und lade sie hier auf meine Arbeitsfläche, also quasi in meinen Arbeitsspeicher. Und genauso ist das, wenn man ein Programm lädt, zum Beispiel ein Programm wie Word oder Excel oder sowas, dieses Programm ist auf der Festplatte, aber sobald man das Programm doppelklicke, wird das gestartet, sprich in diesem Arbeitsspeicher geladen. Ja? Und unsere ganze Arbeit findet in diesem Arbeitsspeicher Platz. Jetzt, das Problem mit dem Arbeitsspeicher ist folgendes. Ein Arbeitsspeicher kann nur speichern, solange der Computer Strom hat. Sobald der Computer ausgeschaltet ist oder diese Stromzufuhr irgendwie abgebrochen wird, verliert der Arbeitsspeicher die ganze Sache. Und es ist genauso wie in der Küche. Man kann einen Salat nicht draußen lassen. Da kommen Ameisen, Fliegen etc. Und deswegen muss man ja immer, wenn man einen Salat fertig hat, wieder zurück zum Kühlschrank, dass der länger hält. Und genauso ist es mit der Arbeit. Wenn ich jetzt hier ein Dokument habe und ich will dieses Dokument langfristig sichern, muss ich das speichern. Was heißt speichern? Es heißt, wenn ich hier, nehmen wir an, ich habe hier ein Dokument. Und speichern heißt, ich lege es, wie mit dem Salat, ich lege es wieder zurück in den Kühlschrank. Das ist, was speichern ist. Ja, also laden oder doppelklicken heißt, das Programm wird vom Kühlschrank auf die Arbeitsfläche gestellt. Und speichern heißt, das Dokument, meine Arbeit, wird in dem Kühlschrank, sprich auf der Festplatte, gesichert. Auf der Festplatte ist es sicher, das heißt, wenn der Computer aus ist, ist das Dokument noch da. Während wenn ich nicht speichere, ist das Dokument nur in dem Arbeitsspeicher. Und das heißt, wenn ich den Computer ausschalte, ist es dann komplett weg. Der einzige Unterschied ist, in der Küche nehme ich den Salat und lege ihn in den Kühlschrank. Im Computer ist so, was gespeichert wird, ist nicht das Originale, sondern eine Kopie von meiner Arbeit. Ja? Also das Originale wird so oder so gelöscht, sobald der Computer ausgeschaltet wird. Aber wenn ich speichere, habe ich eine Kopie davon in meiner Festplatte, sprich Kühlschrank. Okay, und das nächste Mal, wenn ich dann das Dokument wieder bearbeiten will, nach dem Speichern ist das Dokument dann hier, oder eine Kopie davon, sagen wir mal so, in den Kühlschrank. Und das nächste Mal, wenn ich jetzt das Dokument wieder bearbeiten will, sagen wir mal übermorgen, dann ein Doppelklick, aktiviert oder lädt dieses Dokument wieder in meinen Arbeitsspeicher, ich kann es wieder bearbeiten und dann erneut speichern und dann ist erneut eine Kopie in der Festplatte gesichert. Und so funktioniert das mit Arbeitsspeicher und Festplatte.